So, nachdem wir jetzt von Professor Schulz einen guten Einblick in die Wirkzusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Klimawandel bekommen haben, verlassen wir den Themenkomplex Nachhaltigkeit nicht vollständig und widmen uns einem der vielleicht vielfältigsten Werkstoffe überhaupt. Die Rede ist von Glas, einem Material, das einerseits durch viele gute funktionelle Eigenschaften besticht, aber auch vor allem unter ökologischen Aspekten vielleicht in einigen Bereichen größeres Potenzial hat und derzeit noch unterschätzt wird. Hierfür konnten wir einen Fachmann gewinnen, der davon weit mehr versteht, als wir alle hier im Saal. Herr Prof. Dr. Christian Groß. Professor Groß studierte in Gießen-Marburg Mineralogie und Kristallographie. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Schott AG und bei Fraunhofer Institut für Silikatforschung. Dort schrieb er zudem seine naturwissenschaftliche Doktorarbeit. Im Anschluss daran war Professor Groß für einige Jahre beruflich bei der Schott AG in Mainz tätig und seit 2009 ist er außerdem Geschäftsführer bei den International Partners in Glass Research in Aachen und in Zürich und seitdem hat er auch einige Jahre im Ausland gearbeitet. Im Jahr 2014 kehrt er in den universitären Bereich zurück und zwar als Gastdozent an der Universität Jena. Derzeit lehrt und forscht Professor Groß an der RWTH Aachen am Lehrstuhl für Werkstoff- und Prozesstechnik, Glas- und Verbundwerkstoffe. Außerdem ist er Direktor des Instituts für Gesteinshüttenkunde und Vorstandmitglied der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft. Physik, Chemie, Mathe und Bio kennt jeder. Aber wofür gibt es Werkstoffwissenschaften? In Professor Groß' Vortrag wird es um Glas in unserem täglichen Leben gehen, aber auch darum, wie Werkstoffwissenschaften dazu beitragen können, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Dazu zählen maßgeblich Energie- und CO2-Einsparungen, aber auch all das, was unter Materials for a Better Life verstanden werden kann. Wir freuen uns, Herrn Professor Dr. Christian Groß auf die Bühne bitten zu dürfen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese sehr nette Vorstellung. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Der Titel meines Vortrages wurde schon gesagt. Physik, Mathe, Chemie, Bio kennt jeder. Wofür gibt es Werkstoffwissenschaften? Das werde ich erstmal so ein bisschen beleuchten und dann werde ich tatsächlich auf den Werkstoff Glas ein bisschen tiefer eingehen, da das tatsächlich mein Forschungsfeld und mein Arbeitsfeld ist. Bevor ich das mache... Ganz kurz noch etwas zu meinem Werdegang, nicht um das Ganze nochmal zu rekapitulieren, sondern vielleicht um Ihnen als Schülerinnen und Schüler und angehende Studierende einen wichtigen Punkt meiner Meinung nach zu vermitteln. Es wird heutzutage immer propagiert, man muss sein Studium strukturiert, schnell und möglichst zielstrebig abschließen und dann auch entsprechend eine geplante Karriere innerhalb der beruflichen Weiterentwicklung erzeugen. Wenn Sie jetzt meinen Werdegang sehen, sieht das erstmal ein bisschen normal aus. Wenn Sie aber jetzt hier überlegen, von 2008 bis 2009 habe ich eine Lücke. Ich habe quasi ein Jahr lang nicht gearbeitet. Meiner Meinung nach hat das meinem Werdegang nicht geschadet. Was habe ich in dieser Zeit gemacht? Ich habe meine Position bei Schott in Mainz aufgegeben, was eine sehr, sehr gute Position war. Und habe für ein Dreivierteljahr gesagt, okay, ich orientiere mich neu, ich bin sehr viel gereist, habe als Englischlehrer gearbeitet in asiatischen Ländern und habe mich komplett neu orientiert. Was ich damit sagen will, unterschätzen Sie nicht, was eine fachfremde Ausschweifung sozusagen Ihnen für Ihre Neuorientierung später, für einen neuen Fokus in Ihrem Leben bringt. Also man muss nicht durchgängig sozusagen 3 Jahre bei dieser Firma, wie das immer propagiert wird, 3 Jahre bei der nächsten Firma und seine Karriere entsprechend durchgängig planen. Mir hat es meiner Meinung nach nicht geschadet. Das wollte ich Ihnen vielleicht als kleine Vorab-Anekdote mitgeben zu mir. Dann wollte ich Ihnen auch ein bisschen, bevor ich in den Fachvortrag einsteige, ein Studium näher bringen. Natürlich vornehmlich ein Studium an der RWTH, weil ich lehre an der RWTH und wir freuen uns natürlich immer über neue Studentinnen und neue Studenten. Das ist ganz klar. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Werbung hier machen. Die Vorstellung eines Studiums Ihrerseits sieht wahrscheinlich so in dieser Art und Weise aus. Party, chillen,
Ja. Die Vorstellung ihrer Eltern, die in den meisten Fällen ja doch irgendwie noch in dem Studium involviert sind, sieht irgendwie so aus. Lernen, lernen, lernen. In der Bibliothek, allein in Hörsaal, wie auch immer. Sind wir mal ehrlich, die Realität bewegt sich irgendwo dazwischen. Ja, also, man sollte immer eine gute Mischung zwischen beidem finden. Das vielleicht war. Und das Studium an der RWTH ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Die RWTH hat 45.000 Studierende, mit der FH zusammen sogar 60.000. Ist eine der Exzellenzuniversitäten in Deutschland, hat jetzt wieder die Exzellenzinitiative gewonnen und ist wieder ausgezeichnet worden. Ich kenne einige Universitäten. Ich muss wirklich sagen, die RWTH hat da sehr, sehr viel zu bieten. Es gibt sehr, sehr viele spannende, innovative Themengebiete. Klar, Aachen ist eine ganz typische Studentenstadt, ähnlich wie Mainz. International ist da, gut, weltweite Reputation. Aachen unterstützt sehr, sehr stark Start-up-Gründungen. Ich selbst habe, bevor ich dann den Ruf angenommen habe, noch ein Start-up aus der Schweiz mitgebracht an die RWTH. Es gibt einen Campus mit extrem vielen externen Firmenkontakten, wo sich auch externe Firmen ansiedeln. Das heißt, die RWTH ist schon ein sehr spannendes Umfeld, um entsprechend zu studieren. Jetzt komme ich auf den eigentlichen fachlichen Teil meines Vortrags. Werkstoffwissenschaften werde ich erstmal kurz vorstellen. Dann werde ich Ihnen erklären, was der Werkstoff Glas eigentlich ist. Was ist ein Glas? Und dann werde ich Ihnen ein paar Beispiele aus tatsächlich neuesten Entwicklungen zeigen, an denen wir auch forschen, was kann man mit einem Glas alles machen. Ich bin immer aufgerufen worden, auf diesem roten Teppich zu stehen. Ich bewege mich eigentlich ganz gerne in meinen Vorträgen, aber ich werde mich bemühen, der Technik den Gefallen zu tun, mich nicht allzu sehr zu bewegen. Werkstoffwissenschaften. Diesen Begriff kennt man eigentlich in der Schulzeit nicht. Wir haben, wie gesagt, wir haben Mathematik, wir haben Bio, die klassischen Naturwissenschaften, Bio, Chemie, Physik. Selbst Geologie kommt bei Ihnen relativ wenig vor. Ich kenne jetzt Ihren Stundenplan und Ihre Fächer nicht im Detail, aber Geographie, Geologie ist auch relativ wenig vorhanden. Das heißt, wenn Sie sich für einen Studiengang entscheiden und Sie lesen Materialwissenschaften oder Werkstoffwissenschaften, überlegt man erstmal, ja, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und vorstellen tut man sich das am besten folgendermaßen, dass man die klassischen naturwissenschaftlichen Fächer hat. Ich habe jetzt hier die Geologie nochmal dazu genommen, Biologie, Physik, Chemie, mit ihren entsprechenden Grundlagen. Ja, also Sie können zum Beispiel erklären, wie thermische Ausdehnung funktioniert anhand von solch einem Miller-Jones-Potential. Sie kennen das Periodensystem aus der Chemie, können sich davon einigermaßen bewegen. Sie kennen die Biologie etwas und können Analogien aus der Biologie für ihre Materialien ziehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, mit dem wir arbeiten. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Oberflächenstrukturierung von Flugzeugflügeln. Das ist letztendlich von der Haifischhaut abgeguckt worden. Das ist keine komplett glatte Haut. Die Haut hat eine sehr feine Oberflächenstruktur und dadurch den Reibwiderstand zwischen dem Hai und dem Wasser zu minimieren, macht man sich zunutze in Flugzeugflügeln. Das heißt, aus der Biologie können Sie sehr viel lernen. Und Werkstoffwissenschaften hat auch einen nicht unwesentlichen Anteil in der Geologie, weil, und das vergessen viele häufig, um Werkstoffe zu produzieren, egal welcher Art, brauchen Sie Rohstoffe. Wo kommen die Rohstoffe her? Die müssen Sie abbauen, die müssen Sie irgendwie aus der Erde aufarbeiten, müssen die weiterverarbeiten, wie Sie den Reinheitsgrad haben, den Sie für Ihren Werkstoff brauchen. Das heißt, auch die Geologie ist ja ein ganz wesentlicher Anteil. Ja, und dann kommt halt immer noch ein bisschen Mathematik dazu, die kann man nie vernachlässigen. Und eigentlich ergibt dieses Bild dann in seiner Gesamtheit die Werkstoffwissenschaften. Das heißt, die Werkstoffwissenschaften sind ein sehr interdisziplinärer Studiengang, der eben auf diese einzelnen fünf Bereiche zurückgreift. Ein wichtiger Bereich fehlt jetzt noch. Wenn Sie das alles können, Sie gehen zu einer Firma, Sie bewerben sich, wird sehr schnell Ihr Chef oder der Chef Ihres Chefes kommen und sagen, ja, schön und gut, Sie können super tolle Werkstoffe entwickeln, aber haben Sie denn auch die Kosten im Blick? Ja, das heißt, zwangsläufig, egal welches Studium Sie sozusagen sich entscheiden, für welches im Bereich der Werkstofftechnik, Werkstoffwissenschaften, Materialwissenschaften, irgendwann werden Sie auch mit einer Wirtschaftlichkeit konfrontiert werden. Kann man nie ganz außen vor lassen. Das ergibt also im Gesamten die Werkstoffwissenschaften. So, und jetzt nähern wir uns mal der Frage, was überhaupt Werkstoffe sind. Und Werkstoffe sind in allererster Linie Materialien. Diese Werkstoffe sind aus verschiedenen
unter Umständen einzelne Materialklassen zusammengesetzt. Das sind Metalle, das kennen Sie, das ist Glas, da werde ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Das sind Keramiken, das sind Kunststoffe und das sind Werkstoffverbunde im Sinne von Kompositmaterialien, die aus diesen einzelnen vier, oder nehmen Sie Naturmaterialien, Holz sind dabei, fünf, wie auch immer, Klassen zusammengesetzt sind. Werkstoffe sind tägliche Begleiter in unserem Leben. Also ohne Werkstoffe wäre unser Leben, so wie wir es führen, nicht möglich. Glas, Metall beschichtet, Keramik, Kunststoffe, Holz, Kompositmaterialien, Kunststoff. Egal, wo wir uns bewegen, Sie sitzen auf einem Stuhl. Der Stuhl ist aus einem Werkstoff hergestellt, der gewisse Eigenschaften haben muss und entsprechend seine Eigenschaften, die er haben soll, hergestellt worden ist. Werkstoffe sind kombinierbar miteinander, das hatte ich schon erwähnt gehabt. Es gibt Kompositmaterialien, die aus verschiedenen Werkstoffen zusammengesetzt sind. Zum Beispiel Auto, Carbon, Glas, Metall, Stahl, Beton, klassisches Beispiel, wo Sie Stahl und entsprechend Beton kombinieren. Laminate für Schier oder Kompositmaterialien mit verstärkten Kunststoffen für Gehäuse, Schaufel, Schuhe, alles in Ihrem täglichen Leben. Fahrräder, ganz klassisches Beispiel für Kompositmaterialien, Carbon, Stahl, was auch immer verbaut ist, Aluminium. Und Werkstoffe sind natürlich extrem wichtig für unser tägliches Leben. Infrastruktur, Mobilität, Windkraftanlagen, Energieerzeugung geht ohne ausgeklügelte Werkstoffsysteme, in dem Fall Verbund zwischen Kunststoff und Glas, würde überhaupt nicht gehen. Medizintechnik, alles was in diesem Eingangs wurde schon erwähnt, in den Bereich Materials for Better Life reingehört, ohne technologisch hochentwickelte Werkstoffe als Implantate, als Gewebeersatzstoffe, in der klassischen Medizintechnik als Kanülen, als minimalinvasive Gerät für Operationen. Ohne Werkstoffe wäre das alles nicht möglich. Und tatsächlich ist es so, 70% aller neuen und innovativen Produkte basieren auf neu entwickelten oder verbesserten Werkstoffen. Ja, das heißt, die Werkstoffe sind immanent ein Innovationstreiber. Und jetzt gehe ich, wie gesagt, von dieser allgemeinen Klasse der Werkstoffe weg und werde Ihnen jetzt ein bisschen über Glas erzählen. Und eigentlich, wenn man sagt Glas, kann man sagen, ja Glas, ich kenne ein Fenster, ich kenne mein Trinkglas. Ich denke vielleicht noch dran, dass ich ein Brillenglas habe, wenn ich keine Kunststoffgläser habe, aber dann wird es mit Glas schon so ein bisschen, ich möchte mal sagen, schwierig, wo man das alles noch verorten kann. Das sind jetzt alles mal Bereiche und bei weitem nicht erschöpfend, wo Sie mit Glas in Ihrem täglichen Leben konfrontiert werden. Trinkgläser hatte ich erwähnt, okay, kann man nachvollziehen. Flaschen, Glasflaschen, das klassische Behälterglas, kann man auch nachvollziehen. So, jetzt fängt es schon an. Solarpanels. Naja, ich habe zwar eine Siliziumzelle unten drunter, aber die kann ich ja nicht irgendwie ohne Schutz meiner ganzen Umgebung, meinem ganzen Klima aussetzen. Das heißt, ich brauche ein Bettglas. Das ist kein normales Fensterglas, was Sie da oben drauf packen. Das hat ganz besondere Eigenschaften hinsichtlich der Transmission, Reflexionseigenschaften. Das heißt, hierfür brauchen wir ein besonderes Glas. Kaminsichtscheiben oder auch diese Ceran-Kochfelder, die Sie kennen. Ein normales Glas, wenn Sie das als Kaminsichtscheibe nehmen würden, das würde Ihnen einfach zerspringen, einfach weil es diesen Thermoschock nicht aushält. Solch ein Glas in so einem offenen Kamin oder auch dieses Ceran-Kochfeld, das Sie kennen, das können Sie auf 1000 Grad aufheizen und können das in Eiswasser werfen. Das geht nicht kaputt. Also eine ganz besondere Entwicklung. Das Glas auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Smartphone, komme ich später nochmal drauf, ist ein extrem hochentwickeltes Glas mit besonders harten Eigenschaften, chemisch gehärtet. Ein Automobil mittlerweile hat bis zu 10% Gesamtgewicht an Glas verbraucht. Und das ist nicht nur jetzt hier so eine ausufernde Dachverglasung, sondern das Glas steckt in Kompositmaterialien drin. Das ganze Armaturenbrett ist durch Glasfasern verstärkt. Sie haben Glas verbaut in den Elektronikkomponenten als Kapselungsmaterial, also auch in diesem Bereich sehr häufig. Isolation. Sie kennen vielleicht diese Isolationswolle, die Sie am Speicher haben, zum Beispiel, um entsprechende Wärmedämmung zu gewährleisten. Das ist eine Isolation auf Glasfaserbasis. Lichttechnik. Ohne Glas, ich kann keine Birne, keine Lampe in Metall einpacken, da kommt das Licht nicht raus. Ich brauche ein transparentes Glas, das entsprechende Eigenschaften hat. Datenleitung, Glasfaserkabel, ganz spezielle Gläser, entsprechend dünn, entsprechend biegsam.
Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, Windkraftanlagen oder generell Kompositmaterialien, diese Rotorblätter sind glasfaserverstärkt. Ganz interessanter Bereich für Glas ist die Medizintechnik. Sie können Gläser auf verschiedene Gegebenheiten im Körper anpassen, so dass zum Beispiel dieses Glas sich mit dem Gewebe verwächst oder dass es ein relativ fester Werkstoff für ein Implantat werden kann. Das sind also alles Bereiche, die einen in erster Linie nicht mit Glas, die man in erster Linie nicht mit dem Glas in Verbindung bringt. Und jetzt möchte ich mal eine Frage beleuchten, die vielleicht den naturwissenschaftlich Interessierten unter Ihnen eher klar ist, aber die man sich eigentlich nicht so normalerweise vergegenwärtigt, nämlich was ist ein Glas überhaupt? Und da gehen wir mal in die Chemie rein und schauen uns das Periodensystem an. Und eigentlich denkt man, Glas ist ein Werkstoff. Im korrekten physikalischen Sinne ist Glas eigentlich ein Aggregatzustand. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Jetzt könnten Sie zurückschließen, wenn Sie sagen, Glas ist ein Aggregatzustand, heißt das ja eigentlich, alle diese Elemente im Periodensystem können die drei bekannten Aggregatzustände annehmen, flüssig, fest und gasförmig. Also müsste ja auch jedes Element in diesem Periodensystem den Aggregatzustand Glas annehmen können. Und das ist tatsächlich so. Und warum das so ist, zeige ich Ihnen jetzt in einer ganz einfachen Erklärung einmal. Wenn ich das meinen Studierenden erkläre, sage ich immer, bitte mich damit nie in einer Klausur oder einer Bachelor- oder Masterarbeit zitieren, aber es ist einfach ein guter Weg, um das ein bisschen anschaulich darzustellen. Wir haben ein Gas. In diesem Gas sind Atome. Was das jetzt für Atome sind, spielt keine Rolle. Und dieses Gas hat keine Formstabilität und hat keine Volumenstabilität. Ja, das heißt, wenn ich eine Flasche mit irgendwie jetzt Helium hier aufmachen würde, das Helium würde sich in einer gewissen Zeit hier in diesem Raum komplett verteilen. Auch wenn es vorher auf 100 Milliliter zusammengefasst war, würde sich das entsprechend hier im Raum verteilen. Wenn ich jetzt die Temperatur absenke, wird mein Gas irgendwann flüssig. Das ist dieser klassische Vorgang des Kondensierens. Sobald ich eine Flüssigkeit habe, habe ich immer noch keine Formstabilität, aber ich habe eine Volumenstabilität. Wenn ich diese Flüssigkeit habe und diese Flüssigkeit hat einen Liter, dann kann die sich zwar hier auf dem Boden ausbreiten, ich kann die wieder in ein kleines Gefäß zurückführen, aber es wird immer ein Liter bleiben. Jetzt senke ich die Temperatur noch weiter ab und dann wird das Ganze kristallisieren. Unter Wasser, dann wird Wasser flüssig, wird Wasser fest werden, wird zu Eis werden. Und wenn das Ganze kristallisiert ist, habe ich eine Volumenstabilität und habe eine Formstabilität. Wenn ich den Eisblock dann hier habe, dann bleibt der Eisblock, wo ich den 0 Grad Celsius in diesem Raum habe. Das heißt, mit Abnahme der Temperatur laufe ich durch diese drei Aggregatzustände durch. Diese Kristallisation von flüssig nach fest ist eine Funktion der Zeit. Das ist klar. Wenn ich etwas von einer Flüssigkeit in einen Festkörper überführen will, Sie kennen das, Sie möchten Eiswürfel für Ihren Drink machen, stellen Sie ins Tiefkühlfach, das dauert eine gewisse Zeit. Das geht nicht Kühlschrank auf, Wasser rein, Kühlschrank wieder auf und Eis raus, sondern das dauert eine gewisse Zeit. Das heißt, dieser Kristallisationsprozess ist eine Funktion der Zeit. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert, wenn ich diesem Kristallisationsprozess nicht diese Zeit gebe, die er braucht, um zu kristallisieren. Kristallisation heißt, dass ich meine Moleküle, die vorher relativ diffus angeordnet sind, in eine sogenannte Kristallstruktur bringe. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Sie sich so vorstellen, ich habe die Moleküle erstmal hier wahllos verteilt und dann ordne ich die richtig regelmäßig in einzelne Kästchen an und immer, egal in welche Richtung ich gehe, habe ich die gleiche Anordnung. Was ist eine Kristallstruktur? Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich dem Ganzen nicht die ausreichende Zeit gebe? Das heißt, ich habe meine Flüssigkeit, ich reduziere die Temperatur, eigentlich würde ich auf diesen kristallinen Festkörper kommen, das schafft das System aber nicht. Das heißt, meine Moleküle möchten sich eigentlich in dieser Kristallstruktur anordnen und bewegen sich auch ein bisschen zu dieser Kristallstruktur hin, schaffen es aber letztendlich nicht hundertprozentig, diese Kristallstruktur auszubilden, sondern machen irgendwas, was so ähnlich aussieht wie eine Kristallstruktur, aber nicht ganz eine Kristallstruktur ist. Und genau das ist ein Glas. Und daraus sehen Sie jetzt, dass an sich jedes Element, theoretisch zumindest, und auch jede Mischung von Elementen, ich in ein Glas überführen kann, so ich es dann schnell genug abkühle. Und es kommt noch eine Eigenschaft dazu, das sehen Sie jetzt hier durch dieses schwarze Quadrat. Wenn ich den Kristall habe, habe ich ein gewisses Volumen. Wenn ich das Glas habe, habe ich auch ein gewisses Volumen. Das Glas wird aber immer ein größeres Volumen haben als der korrespondierende Kristall.
Klassisches Beispiel, Wasser. Sie können Wasser glasig herstellen. Sie haben die Flüssigkeit, kühlen das einmal ab, bekommen Eis. Das Eis hat ein gewisses Volumen. Und Sie haben die Flüssigkeit, kühlen es ab und machen ein Glas, also einen amorphen Festkörper. Und der amorphe Festkörper wird immer das größere Volumen. Das gilt für alle Gläser. Sind auch gewisse Aspekte dann der Energie mit verknüpft, brauchen wir im Detail jetzt erstmal hier nicht drauf einzugehen, aber das ist eine wichtige Voraussetzung noch für das Glas. So, dann haben Sie Beispiele jetzt klassischerweise Quarzkristall, haben Sie schon mal gesehen, oder Quarzglas, was Sie vielleicht aus dem Labor, aus dem Chemielabor kennen. Exakt chemische Zusammensetzung, weil es besteht aus SiO2, aber hier unten das Glas hat eben diese regellose Struktur und der Kristall hat diese periodische Kristallstruktur. So, und jetzt habe ich Ihnen einigermaßen, hoffe ich, erklärt, was ein Glas eigentlich ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was man mit einem Glas alles machen kann. Wo sind wir da überall mittlerweile zugange in der Entwicklung? Klassisches Beispiel, eine langweilige Coca-Cola, nicht gesund, Wasserflasche, nehmen Sie, was immer Sie wollen. Eine klassische Behälterglasflasche. Wenn man die jetzt auf das Äußerste optimiert, bekommen Sie etwas wie in diesem Film. Und jetzt müsste ich die Technik bitten, den Film bitte zu starten, weil ich kann ihn von hier aus nicht starten. Ja, Ton ist jetzt feiner richtig da. Das ist schade. Was dieser Herr macht, er lässt eine Glasflasche fallen aus 5 Meter Höhe. Kennen Sie eine Flasche, die das aushalten würde? Das ist ein Betonboden. Ja, ich mache den Versuch mit meinen Studierenden immer in der Vorlesung. Ich nehme so eine Flasche und werfe die hier so quer durch den Raum. Also, natürlich jetzt ohne jemanden zu treffen. Und dazu kommt erstmal zusammen, weil normalerweise ein Glas zerspringt. Wenn Sie aber das Glas entsprechend optimieren, tut es das nicht. Sehen Sie Bilder vom Boden, die sind leider, glaube ich, ein bisschen unscharf. Also, so sieht der Betonboden nach diesem Versuch aus. Ja, man kann es nicht so gut erkennen, aber der hat das deutlich schlechter überlebt als das Glas. Ja, und ich gebe Ihnen jetzt einfach so ein paar kleinere Einblicke, was ein Glas alles kann, wenn Sie das entsprechend auf das Äußerste treiben. Und das wird erreicht durch ein sogenanntes thermisches Vorspannen. Ähnlicher Prozess, im weiteren Sinne, was in Ihren Tablets-Display-Gläsern angewendet wird, die ja auch extrem fest sind. Nächstes Beispiel, habe ich schon angesprochen, jetzt gerade die Tablets und die Display-Gläser. Dünn und dünnes Glas. Schätzen Sie mal für sich jetzt einfach, wie dick das Deckglas in Ihrem Smartphone ist, was vorne drauf ist. Und überlegen Sie, dieses Deckglas ist nicht einfach nur, weil es schön aussieht, sondern es hat verschiedene Eigenschaften. Das ermöglicht Ihnen Ihre Touch-Fähigkeit, das hat eine sehr, sehr hohe Transmission, damit Sie das Display, das OLED unten drunter sehen können. Es hat eine sehr, sehr hohe Festigkeit, es verkratzt nicht, das heißt, das ist ein hochtechnisch entwickeltes Glas. Hinten drauf, wenn Sie induktiv laden wollen, ist auch noch ein Glas. Wenn Sie Metallrückfläche haben, können Sie nicht induktiv laden, deswegen ist noch ein Glas entsprechend hinten drauf. Diese Gläser haben eine Dicke von 50 Mikrometer oder kleiner. Ja, das ist so dick wie ein Haar. Und mit solchen Gläsern, wir haben die auch hergestellt, die können Sie nehmen und können die um ein 2-Euro-Stück drumherum biegen. Das ist ein Glas, das ist kein Kunststoff. Und ohne eben solch ein, das ist in dem Fall ein chemisch vorgespanntes Glas, könnten Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet, wie auch immer, nicht verwenden entweder oder hätten da irgendwie 2-3 mm dicke Glasschicht außen drauf. Nächstes Beispiel, Glasfaserkomposite. Und dafür brauchen wir auch ein Glas, was in einer besonderen Art und Weise hergestellt ist. Ja, noch ein Stück. Ja, da. Wie, genau. Sehr schön, danke. Und das ist ein Glas, was in ganz dünnen Fasern hergestellt wird. Diese Fasern können Sie ziehen bis in dicken 5 Mikrometer sogar. Das ist deutlich dünner überhaupt als ein Haar. Und das sind dann kleine Glasfaserstränge, die können Sie wickeln, die können Sie weben, da können Sie verschiedenste Textilstoffe draus herstellen. Da machen Sie auch entsprechende optische Leiter für Datenübertragung mit. Oder aber, als ein weiteres Beispiel, Sie verwenden das für Glasfaserkomposite. Das heißt, Sie nehmen einen Kunststoff, schmelzen den auf und legen in den einzelne Glasfaserstücke ein, die über verschiedene Mechanismen dann so eine Werkstoffverstärkung verursachen. Und nur damit können Sie solche Rotorblätter entwickeln. Wir haben mittlerweile
Diese Offshore-Türme haben irgendwie eine Höhe von, was hatte ich plötzlich gesehen, 140 Metern, roter Durchmesser 180 Meter, ja, also Radius 90 Meter. Und 90 Meter, ja, hier sehen Sie mal so einen Transport, das Rotorblatt müssen Sie irgendwie verstärken. Sie müssen es aber auch leicht genug machen, Sie können ja kein Metallrotorblatt nehmen, das hält Ihnen ja hier oben keine einzige Turbine aus. Ja. Und das sind tatsächlich Kunststoffe, die mit Glasfasern verstärkt sind. Und der Wirkmechanismus hier sieht man ein bisschen dargestellt schematisch, dass hier außenrum ist der Kunststoff, der schwarze, die Glasfaser. Und wenn Sie einen Riss haben, den Sie ja vermeiden wollen, oder Sie wollen eben den Bruch des Materials vermeiden, dann verhindert diese Glasfaser dazwischen, dass dieser Riss in das Material weiter reinläuft, weil der Riss muss entweder die Glasfaser durchbrechen, um Rissenergie zu verlieren, oder er muss außen rumlaufen. Ja, oder er muss die Faser in den Pullout ausziehen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum ich überhaupt Rotorblätter in dieser Größe herstellen kann. Biogläser und Glaskettern, ein hochspannendes Thema, auf dem wir forschen. Sie können zum Beispiel Glaskeramiken herstellen, nehmen wir mal an, ist genauso ähnlich wie Gläser, und können die auf einen Zahn aufsintern, Laser gestützt. Das heißt, Sie können zum Beispiel einen Zahn versiegeln, Sie können eine Karies aus dem Zahn entfernen und können den Zahn dann über solch ein Verfahren versiegeln und haben damit eine sehr langlebige Schutzschicht aufgebracht. Implantate, Inlays, Kronen, wie auch immer, aus Glas und Glaskeramik ist eigentlich mittlerweile Stand der Technik. Ja, niemand möchte mehr irgendwie so eine Amalgamfüllung im Mund haben. Das sind tatsächlich Glaskeramiken, die in ihrer ästhetischen Anmutung aussehen wie ein natürlicher Zahn. Weiterer Punkt für diese Glasentwicklungen, das ist tatsächlich was, wo wir jetzt aktuell auch darauf forschen, ist, Sie können die Auflösungskinetik eines Glases im Körper, also, klassisches Beispiel, Sie würden jetzt ein Glaspulver schlucken, das würde sich irgendwann in Ihrem Körper auflösen. Und in Abhängigkeit der Zusammensetzung können Sie es so einstellen, dass es vollkommen unschädlich ist für den Körper. Und diese Auflösungszeit können Sie einstellen zwischen 2, 3, 4, 5 Tagen oder 3, 4, 5, 6 Monaten. Und wir entwickeln gerade jetzt ein Glas, das mit magnetischen Partikeln dotiert wird, so dass Sie das Glas über ein äußeres Magnetfeld im Körper verteilen können und zum Beispiel an die Stelle von einem Tumor bringen können. Und jetzt wird dieses Glas noch zusätzlich beladen mit einem Wirkstoff, mit einem entsprechenden, sehr spezifischen Tumormedikament. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, über ein Magnetfeld an Stellen im Körper zu kommen, wo Sie jetzt außen nur durch eine aufwendige Operation hinkommen würden, dann würde sich das Glas dort anlagern, das Glas würde sich auflösen und würde den Wirkstoff gezielt in einer gewissen Zeit, die Sie einstellen können, durch die Auflösung des Glases, freisetzen. Die magnetischen Partikel sind im Allgemeinen Eisenoxid, das löst sich auch Eisen im Körper. Oder ein Beispiel entsprechend noch, was ich schon erwähnt habe, eine Kochfläche, auch eigentlich fällt bald in diesem Produkt, was man jeden Tag nahezu nutzt. Aber ganz besonderes Glas, ganz besondere Glaskeramik. Sie können in der Mitte das Ganze heiß machen, hier außen der Rand ist kalt und trotzdem geht das Ganze nicht kaputt. Kann man sich mal überlegen, was das für den Thermoschock bedeutet. Gläser können als selbstheilende Systeme aufgebaut werden. Was heißt das? Sie haben Anwendungen, wo Sie nicht möchten, dass ein Glas, wenn Sie das als Verkapselungsmaterial verwenden, undicht wird. Unschönes Beispiel, aber sehr wichtig, Endlagerung von atomaren Abfällen. Ja, diese atomaren Abfälle sind hochstrahlungsaktiv, die müssen Sie irgendwie einkapseln und so einkapseln, dass da kein Wasser drankommt, dass nicht das Grundwasser verunreinigt wird, dass die Strahlung möglichst in diesem Glas festgehalten, in diesem Material festgehalten wird. Dafür nimmt man Gläser. Und wenn tatsächlich mal ein Riss in so ein Glas eingebracht wird, ich gehe nochmal zurück, kann dieser Riss sich selbst ausheilen. Das wäre jetzt auch wieder ein Film, wo ich bitten würde, den Film zu starten, hier erstmal oben rechts. Hier sehen Sie einen Riss, das ist ein Glas. Und das Ganze, sehen Sie, man sieht es gleich nochmal besser im nächsten Film, sobald dieser Riss mit Sauerstoff in Kontakt kommt, oder der Riss sich bildet und das Glas mit Sauerstoff in Kontakt kommt, schließt sich dieser Riss. Wir sehen das im nächsten Film nochmal ein bisschen besser. Hier sehen Sie den Partikel und dieser Riss kommt mit Sauerstoff und wir sehen, dieser Riss wächst zu. Und das passiert nur dadurch, dass der Riss in das Glas eingebracht wird, Sauerstoff reinkommt und dann das Glas diesen Selbstheilungsmechanismus aktiviert. Sehr spannendes Thema. Also nicht nur für die Entlagerung atomarer Abfälle, können Sie sich vorstellen, können Sie auch in vielen anderen Bereichen verwenden. Ganze Problematik, Verunreinigung unserer Umwelt, Verunreinigung der Meere durch Plastik, gibt es einen sehr, sehr interessanten Film, Plastic Planet, kann man sich mal anschauen.
Mit diesem Thema werden wir nicht die nächsten 10, nicht die nächsten 50, sondern mindestens die nächsten 100 Jahre beschäftigt sein. Dieses ganze Plastik, was wir verursachen, aus der Umwelt wieder rauszubekommen. Und natürlich hat es auch einen sehr wichtigen Aspekt für uns als Menschen, wir nehmen dieses Plastik auf. Ja, ich habe kürzlich eine Studie gelesen, in dem Plastik sind Bisphenole, Phthalate, wie auch immer. Ich habe kürzlich eine Studie aus den USA gesehen, das ist für Sie vielleicht interessant. Die hat untersucht, wie sich der Bisphenol A und der Phthalatgehalt in Jugendlichen entwickelt hat im Alter von, oder Kinder, ich weiß nicht, 8 oder 6 bis 14. Und haben gleichzeitig verschiedene Charakteristika dieser Jugendlichen untersucht. Und es ist rausgekommen, dass der Zeitpunkt der ersten Periode bei den Frauen um ein Jahr nach vorne gerutscht ist. Bei den jungen Männern hat die Fettleibigkeit zugenommen und der Testosteronspiegel hat abgenommen. Wenn man sagen, gut, wenn bei Männern der Testosteronspiegel ein bisschen abnimmt, ist das nicht unbedingt schlecht. Aber ich würde mir doch fragen, als Mann, naja, was passiert da? Und der Hintergrund ist, dass dieses BPA und Phthalate tatsächlich im Körper wirken wie Östrogen. Kann man als Frau sagen, na gut, ich habe sowieso Östrogen, okay, aber wenn das so einen Einfluss auf meine ganze Entwicklung hat, ist das wieder fraglich. Und als Mann würde ich mich fragen, möchte ich unbedingt solche Mengen Östrogen in meinem Körper haben? Und da ist entsprechend Glas, zum Beispiel als Behälterglas, als Verpackungsmaterial für Lebensmittel, die deutlich bessere Wahl. Damit bin ich jetzt ja, soweit einigermaßen in der Zeit am Ende meines Vortrags angekommen und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen kleinen Film zeigen, der auf eine sehr einfache Art und Weise, aber wie ich finde auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise zeigt, was man mit einem Glas machen kann, wenn man nicht zwingend die ganzen naturwissenschaftlichen Hintergründe verstanden hat, sondern man einfach mit einem Werkstoff ein Leben lang gearbeitet hat und ihn quasi fühlt, möchte ich mal sagen. Ja? Und das ist dieser letzte Film, mit dem ich mich gerne verabschieden möchte. Und dieser Herr beherrscht das sicherlich. Das ist jetzt ein Glasposten, den er da hat. Und jetzt können Sie einfach mal genießen, was dieser Herr in dieser Zeit mit diesem einfachen Glas treffen macht. Und er versteht die Grundlagen mit Sicherheit nicht. Also alles allein, was ich Ihnen erklärt habe, was ein Glas ist, glaube ich nicht, dass er Ihnen das erklären kann. Aber er beherrscht das Ganze auf eine Art und Weise, die einfach jenseits von dem ist, was, glaube ich, jeder von uns jemals erreichen wird. Und das ist sozusagen tatsächlich nur ein ästhetisches Produkt, was übrigens auch der Grund für die ursprünglichen Glasentwicklungen der Ägypter damals war. Die haben Glas tatsächlich erstmal nur aus rein ästhetischen Aspekten entdeckt, als Schmuck, Schmuckstein, Schmuckstück. Sitzt in der Tat jeder Handgriff. Und ich habe den Film jetzt schon wirklich oft gesehen, aber ich finde es jedes Mal immer wieder faszinierend zu sehen, wie man das machen kann, was man mit Glas machen kann, wenn man das wirklich beherrscht. Aber er macht es nicht zum ersten Mal. Das sieht man jetzt gleich. Er hat da schon ein paar davor gemacht. So, jetzt sieht man nur noch, entsprechend das Glas ist wirklich heiß geformt, das heißt, es hat immer eine sehr, sehr hohe Temperatur. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zeit ist für Fragen oder wie Sie das handhaben, aber wenn es keine Fragen direkt sind, die stehen, können wir nicht schon von der Bühne ziehen, dann sehen wir uns sicherlich irgendwie nachher nochmal, wenn noch Fragen bestehen. Ja, herzlichen Dank für den bereichernden Überblick über die Werkstoffwissenschaften und die Einblicke über die Eigenschaften von Glas und die Chancen, die es uns auch bietet. Als kleinen Dank haben wir Ihnen hier noch eine besondere Form des Glases, die Rheingauer Flöte mitgebracht. Sehr schön. Mit etwas Qualitätswanderin. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.